Wie heißt es immer so schön? Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja, endlich! Seit langem geht es wieder am Kadett weiter. Und zwar am Lack. Ja. Ich wollte das Auto schon längst versiegelt haben. Ja, überall mache ich da rum. Zig Autos schon gemacht, aber das eigene Auto. Ja, das schiebt man immer wieder raus und rein und raus und rein und kommt nicht vorwärts. Ja. Auto ist schon seit Wochen durchpoliert und es muss ja eigentlich nur noch versiegelt werden. Das heißt, wir entfetten ihn jetzt und dann machen wir eine Keramikversiegelung drauf. Ja, die ganze Zeit freue ich mich schon drauf und komme nicht zugange hier. Also, so, jetzt endlich ist es soweit. Ja, was machen wir drauf? Wir machen heute die Keramik. Evo von Sonax, die machen wir drauf. Bin schon gespannt, wie das Ergebnis nachher bei dem Kadett ist. Wie sieht sowas aus? Das ist so ein ganzes Set. Da ist alles drin. Da ist der. Da ist er. Da ist der Entfetter. Da sind Handschuhe. Das sind die Applikatoren. Zum Auftragen. Ja, wir arbeiten hier zweistufig, das heißt, wir haben ein Basecoat. Das ist quasi die Basis. Die muss man drauf machen. Eine gewisse Einwirkzeit beachten. Und dann Glosscoat. Ja. Und das gibt es halt eben als Set. Und seid gespannt. Ich bin es auch. Ist immer wieder genial. Was dann nachher für ein Ergebnis rauskommt. Ja, das heißt, erstmal entfetten und dann kann es weitergehen. Entfettet ist er. Die Dose reicht, muss ich sagen. Das ist jetzt ein Cabrio. Ich bin auch wirklich nicht sparsam damit umgegangen. Es ist auf jeden Fall noch gut ein Drittel in der Spraydose drin. Also das passt schon mal. Ja, jetzt werden wir mal ein bisschen ablüften lassen und dann geht's los mit dem Basecoat. Und hier gibt es auch was Neues. Das hässliche Ding ist raus. Und ja, das ist was Schönes drin. Ich kann euch das ja mal was zeigen. Na, 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 na. Ein schönes Momo in Holz. Echt Holz. Also ich finde, es passt mega. Fühlt sich auch gut an. Ja, das Auto nahe auch. Freue mich schon. Ja, wenn das alles fertig ist, dann ist endlich das Fettdeck auch dran. Das wird nämlich dann gereinigt und imprägniert. Jetzt ist er abgelüftet. Jetzt machen wir den sogenannten Basecoat drauf. Und zwar ist das auch zum Sprühen. Das machen wir auf dem Applikator und machen wir kleine Teilstücke. Das heißt, so einen halben Quadratmeter maximal. Tun wir das im Kreuzgang. Auftragen, kurz ablüften und dann mit einem richtig schönen ultrafeinen Mikrofasertuch ja, die Überreste abwischen. Und so werden wir uns durch das ganze Auto durcharbeiten, bis alles aufgetragen ist. Und dann muss die ganze Geschichte erstmal eine Stunde aushärten, bevor wir dann den zweiten Schritt gehen und ja, den finalen Glosscoat drauf machen. Jo. Also würde ich sagen, hau mal rein und auf geht's.
Was machst du denn da? Streicheln. Streichelst du dein Baby? Ja. Ich sage die Keramikversiegelung. Beziehungsweise erstmal quasi den Basecoat. Den Basecoat? Ja. Wofür ist der da? Das ist quasi so die Basis, um die Verbindung nachher, mit, ja, dass die Keramik sich richtig mit dem Lack verbindet. Ja. Okay. Aber von der Handhabung muss ich schon sagen, ist schon geil. Okay, aber bevor du jetzt den Basecoat aufträgst oder auftragen kannst, musst du vorher das Auto aber gründlich gereinigt haben, oder? Ja. Also was hast du im Vorfeld gemacht? Du hast das Auto gewaschen? Das Auto gewaschen? Ja, das habe ich schon alles erzählt. Aber ich kann es ja dir nochmal erklären. Gescheit gewaschen, das ist klar. Also geknetet, ganze Flugrost entfernt. Und dann habe ich es poliert. Okay. Richtig, zweistufig. Okay. Das heißt, sämtliche Kratzer, die ich rausholen konnte, habe ich mit so einer gröberen Politur, Schleifpolitur, habe ich Auto komplett poliert. Mhm. Und dann stand es mal wieder. Nachher habe ich mit so einer Feinpolitur, Glanzpolitur, das Auto nochmal auf Hochglanz gebracht. Aber wie immer, ich habe ja auch schon gesagt, na, guck mal, wie lange das Auto jetzt schon poliert ist. Ja, aber es ist halt wichtig, dass man, bevor man anfängt, das zu versiegeln, dass man nicht hergeht und nur jetzt, sage ich jetzt mal, eine Autowäsche macht und durch die Waschanlage fährt, sondern den Lack auch vorbereitet. Ja, du willst ja, das ist ja so. Man könnte sich ja das auch so, weißt du, ich bin so ein Otto-Normalverbraucher, ich fahre mein Auto durch die Waschanlage und denke, ach komm her, jetzt mache ich mal eine Versiegelung drauf. Ja, du kannst so eine Sprühversiegelung drauf machen, ja, das sind ein paar Tage. Es gibt ja in der Waschanlage auch diese Sprühwachs, drückst du Knopf und dann, oder für einen Euro mehr, tust du dazu buchen. Das ist schon auch wichtig, würde ich auch jedem empfehlen, aber das kannst du damit nicht vergleichen. Das ist hier halt was ganz, ganz anderes. Du hast hier nachher einen Tiefenglanz, du hast Schutz, UV-Schutz, das hast du alles drin. Okay. Und ich sag mal, du willst ja irgendwas versiegeln, du willst ja irgendwas, dass es schön bleibt. Was macht denn das für einen Sinn? Ich war durch die Waschanlage, habe Wasserflecken drauf, habe die Kratzer drin, die sehe ich dann erst recht. Ja? Mhm. Und versiegelst dann noch. Schütze das. Die Kratzer. Ja, ich schütze die Kratzer. Oder die Wasserflecken. Oder. Ja. Das heißt, wenn ich ein tolles Ergebnis haben will, dann muss ich das Auto ja erstmal richtig grundreinlegen. Vorbereiten, ja. Okay, das macht Sinn. Das habe selbst ich verstanden. Ja, ja, sprich da. Ja. Sonst brauche ich es ja nicht versiegeln. Ja. Sehr schön. Wow. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera gut sehen kann, aber das ist wie ein Spiegel schon. Ja, und das ist jetzt nur quasi die Basis. Krass. Der Glanzgrad, der kommt erst bei der zweiten Stufe. Cool. So, da ist schon mal der Basecoat komplett aufgetragen und jetzt ausgehärtet. Das ist jetzt schon. Sehr schön. So, ich gucke mal hier durch die Kamera, ich muss sagen. Die Kamera kann man sogar die Schatten noch ein bisschen besser sehen. Auch nicht schlecht. Ja. So, dann
geht's jetzt weiter. Jo. Sogar Handschuhe sind auch mit dem Paket drin. Ja, was brauchen wir jetzt? Wir haben stehen hier drauf. Vorsicht. Ja, wir nehmen auf jeden Fall einen neuen Applikator und tropfen das so ein bisschen drauf. Und dann gehen wir wieder, ja, fangen wir am besten wieder hier Motorhaube an und dann Step by Step gehen wir die ganze Sache durch. Diesmal haben wir eine längere Ablüftzeit, 5 bis 10 Minuten, je nach Wetter. Und ja, was haben wir hier in der Garage? Weiß nicht, 18 Grad. Und wir werden sehen, wie sich das verhält. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, immer neue, ja, Mikrofasertücher zu nehmen zum Auspolieren, beziehungsweise die Reste, die Überstände, ja, zu entfernen. Und diese Mikrofasertücher, ja, ich verwende hier die roten von auch von Sonax sind die. Wenn ihr einmal die Mikrofasertücher für Keramik benutzt habt, ja, sollte man sie definitiv nicht mehr für Lacke nehmen, weil das härtet ja auch aus und dann bilden sich so Mikrokristalle. Und dann hat man natürlich das im Lappen drinne. Was passiert dann? Man zerkratzt sich halt den ganzen Lack. Deswegen sowas dann ja zum, weiß ich nicht, Auspuff blenden, putzen oder irgend sowas. Ja. Jo, gut, dann legen wir los. So, es ist vollbracht. Jetzt ist alles endlich drauf. Das sind eben so Kleinigkeiten. Was? Ich muss sagen, durch die Dings sieht man das ja. Okay. Ja, jetzt 4 bis 5 Stunden aushärten.
soll kein Wasser, nichts drauf, nicht mehr anpacken. Und dann kommen die Leisten wieder drauf, denn ihr seht, die sind alle ab, rundum, hinten. Hinten. So, wollen wir mal hier gucken. Uiuiuiuiuiui. Hier sind die Leisten nämlich auch ab. Die werden nämlich jetzt lackiert. Wieder ein schwarz-matt, passend zu den anderen. Und dann ist wieder alles schief. Hier ist noch was. Ja. Gut, dann lassen wir mal aushärten. Hier nochmal das Ergebnis nach der Aushärtezeit. Also vor allem jetzt auch mit Leisten hier. Leisten haben wir auch alle lackiert. Wahnsinn, was ein Tiefenglanz. Ist echt mega geil. Bin total begeistert. Hammer. Leider kann man das echt nicht so rüberbringen. Aber ist schon echt genial. Wahnsinn. Ja, so kann man es lassen. Jo, geil, oder? So, was haben wir drauf gemacht? Wir haben hier die Keramik Evo von Sonax, CC Evo. Echt mega geiles Produkt. Wirklich hammer. Also ist noch eine Ecke, ja gut, muss hier auch, ist ja zweistufig, ne? Also die CC One kommt ja schon richtig gut dran, aber die Evo gibt nochmal, ja, es sieht man halt doch noch den Unterschied. Und ja, mega geil. Ja, die Leisten sind ja auch, wie gesagt, mittlerweile lackiert. Da sieht auch wieder tutti aus. Und dann geht es dann bald ans Verdeck, dass wir das auch nochmal richtig schön machen. Dann ist das Auto soweit von außen erstmal durch, bis auf die Felgen. Da müssen wir auch nochmal was machen. Ja, das Tiefbett muss poliert werden. Jo, okay. Dann würde ich sagen, dann haue ich nochmal ein paar Bilder rein. Auch von den Leisten. Ich glaube, da habe ich auch noch ein paar Bilder, wie ich das alles lackiert habe. Und so, schaut es euch an. Und würde mich freuen für einen Daumen nach oben, fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. So, in diesem Sinne, macht's gut und einen schönen Tag.